Moinsens und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play von Outlast. Wir hatten das Spiel schon einmal, aber ohne den DLC. Der ist dank Max zweimal verloren gegangen. Der ist auch gerade neben mir. Und außerdem hat ja lieber Max dank seinen tollen Schnibbelkünsten noch das Ende weggeschnitten bei Outlast. Und deswegen haben wir uns gesagt, alte Parts, alte Kamellen, die bleiben vielleicht noch auf dem Kanal. Wir müssen mal gucken, wie wir es machen. Jetzt kommt The Reload Sheet. Ich nehme an, ich verschiebe die alten Parts auf Triple Uncut. Machen wir. Gut, würde ich sagen, go, go, Max. Wir legen los. Komm, nimm mal Albtraum. Nee, Albtraum, ich möchte... Nee. Doch. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Ey, ich war noch nicht so weit. Jetzt hätte ich das wieder zusammenschneiden müssen, so dass du so ganz schnell redest. Und juckt mich nicht. Aber juckt dich nicht. So, ich mach also, dann sei mal kurz ruhig. Warte mal. Ich sehe es auch, da fehlt was, ne? Untertitel. So. Ja, noch haben wir alle 10 Finger. Ach ja. Mount Massive ist heilen. Press Official. Und es gibt hier übrigens einen Hidden Exit. Ja. 17. September 2013 von 10260110075@mutemail.com an Miles gmail.com betreff Tipp illegale Aktivitäten beim Murkoff Psychiatric System. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoff Psychiatric Systems in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsvereinbarungen, aber echt zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht. Glaube nicht mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Drückt Horrorphasen von etwas von Traumtherapie, die so tief geht und dass sie etwas gefunden hätten, was auf sie im Berg erwartet hat. Leute kommen zu Schaden. Und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Also decken wir mal auf, würde ich sagen. Decken wir mal auf? Ja. Pass auf! Ich weiß nicht, ob ich jetzt einen schlechten Witz machen soll, den habe ich verkackt. Oh, Kamera. Ja, Leute, steigen wir aus unserer super Luxuskarre aus. Das ist eigentlich ein schönes Auto aus, das ist ein rotes. Und ab geht es ins Irrenhaus. Ja, das kennen wir ja noch. Von früher. Ja, ja. Aus. Wer hat denn hier was Maus-Sensitivity rumgespielt hier? So. Keine Ahnung. Okay, also du warst das. Also, was? Wir tun jetzt mal so, als hätten wir überhaupt keine Ahnung. Okay, also hier geht's nicht lang. Vielleicht da drüben. Aber vielleicht hier. Fällt mal da oben ans Fenster, da war irgendwie doch irgendwas, irgend so, weißt du? Egal. Mir wird schon schlecht, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric Systems unter den Deckmantel einer Wohlfahrtorganisation wieder eröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile Feuer ab, vermutlich eher ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition, ausbeuterischen Profit als
Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden. Jetzt reicht's, Adler! Ist gut. Jetzt reicht's. Was sie auch immer aus diesem Ort herausschlagen wollen, es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Eigentlich aufgenommen, der T-Shirt wurde aktualisiert. Juckt uns nicht. Ja. Weiter geht's. Gucken wir erstmal, was es hier noch so gibt. Ich finde schön, dass du mit Kamera rumläufst. Die Kamera ist schön, ne? Und die braucht ja keinen Strom, solange die Nachtsicht nicht an ist. Guck mal, ein schönes Tor mit Schloss. Hier geht's doch bestimmt auch irgendwo lang. Anscheinend nicht. Bauen die hier so Zeug und man. Pflanze! Ja, aber man könnte ja hier wenigstens noch ein Easter Egg oder mehrere Möglichkeiten. Hier geht's dann auch nicht rein. Du weißt, dass sie ein Easter Egg haben, ein Secret Exit, von dem wir bis jetzt noch nicht wissen, wie er funktioniert. Ich meinte ein Easter Egg im Sinne von. Aber Leute, es gibt eine Möglichkeit, früh aus dem Spiel zu entkommen. Hast du dir. Was hältst du eigentlich davon, dass wir uns Daylight holen und Let's Playen? Und du es bezahlst. Kannst du sich das nicht cracken? Also ich kaufe mir doch immer alle Spiele. Das ja, stimmt, du kaufst ja immer alle Spiele. Dann kannst du dir jetzt auch diese Spiele kaufen. Ja. Ja, also cracken, komm, das machen wir doch nicht. Ja, echt mal. Du kannst glaube ich, auch schon hochspringen. Warte, drück mal nach oben. Du kannst hier, glaube ich, schon irgendwie springen. Weil dann, egal. Machen wir halt den richtigen Parcours. In Outlast habe ich komischerweise 60 FPS. Aber dafür hatten wir bei Brickfoss nicht mal 40. Aber gut, Brickfoss ist auch scheiße geschrieben. Kannst du nichts machen, ist wirklich so. Wer es spielt, ist auch selber schuld, ich weiß schon. Genauso toll wie der Code. So, springen wir doch mal ins Fenster. Oh, es ist dunkel. Machen wir doch mal Nachtsicht an. Beeil dich, wir haben nicht viel Strom. Ja, ich weiß. Ich weiß, juckt dich nicht. Du bist dran schuld, wenn ich bei Albtraum nicht weiterkomme. Ey, denk dran. Wir sitzen hier verkacken. Da hab ich beim ersten Mal richtig in die Hosen gekackt, als das kam. Oh. Hey, wie hat die Batterie? Setzt nice. Ziemlich schön ein Passwort von mir. Ja. Schade eigentlich. Gib einfach mal PewDiePie ein. Nee, nicht PewDiePie. Nee, das ist Schleichwerbung. Habt ihr nicht gehört? Gib einfach XYZ ein, das geht immer. So, wie hier. Murkoff Psychiatric System. Projekt Wallrider. Das kommt von, übrigens, wir haben ja einen Wald in der Klasse. Nennen alle Walross, ja. Und also, wenn du den Wald erreichst, bist du also ein Wallrider. Möchte ich nur mal gucken. Muss ich mal so vorneweg sagen. Mount Massive Co. Fall Nummer 174. Patienteninitialien WPH Billy. Datum 14.10.2013. Sorry. Erste Patientenbefragung 12.04.2009. Alter des Patienten 19. Geschlecht sächlich. Behandelnder Arzt Dr. Carl Houston. DBNR. Therapiestatus. Patient behauptet, in selbstgesteuerte, luzide Traumphasen vorgedrungen zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivität in beispiellosem Umfang beobachtet. Fahren fort mit Stufe 4 Hormonen. Diagnostik. Spirometrie ergab keine bronchiale Akkumulation. Hämatokrit-Zentrifugierung zur Trennung von Erythrozyten erneut fehlgeschlagen, höchst besorgniserregend. MRI ergab arrhythmische RM bzw. NRM-Zyklen, Lachen in NRM-Phase. Anmerkung: Billy erkundigte sich oft nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin. Trotz Billys Beteuerung, er habe die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Traeger entdeckt. Anmerkung: Die einzige Person namens Traeger, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger, ein Angestellter von MRD. Das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. Murkoff Psychiatric Systems Projekt Wallrider Mount Massive Co. Achso, wir können immer bloß zwei Batterien aufnehmen. Jo. Mach mal die Tür nicht zu. Olli, du warst so intelligent. Ja, sorry, ich mach's nie wieder. Jetzt guck mal da nach unten. Nein, zurück. Jetzt guck mal, ob du noch durch die Tür raus kannst, bitte.
Geht's da hinten weiter? Nee, da hinten geht's nicht weiter. Verschlossen, alles klar. Türen schließen sich von selbst. Ja. Nee, da kam noch dieser eine Typ, ich erinnere dich. Ach, stimmt. Aber trotzdem verschließen sie sich von selbst, weil da hätten wir ja gehört, hätte der Schlüssel umgedreht. Ja, ja. Du musst dich erst vom Fetten verprügeln lassen. Komm, spoiler nicht hier so. Wir tun so, als hätten wir das noch nicht. Der ist so, das ist nicht der Fette, das ist der Dünne. So, ab durch die Library. Ich glaube, das war mein erster. Oh, Angst, Angst, Angst. Ich hab mich jetzt wirklich gerade erschrocken. Ernsthaft? Erinnerst du dich daran nicht mehr? Nee, damals habe ich aus Angst einfach mal direkt das Let's Play abgebrochen. Wenn ich das jetzt sehe, dann... Ey, Alter, du verbrauchst gerade teures Licht. Ja, ich bin gerade dumm. Jetzt halt ihr auf den Typen drauf. Das Aufbegehren der Blechbläser. Ich bin noch drin. Ich bin drin über Leichen, Blut, Verbrennungen. Köpfe aufgereibt wie Flaschen in einer Bar. Tote Murkoff-Wissenschaftler hängen von der Decke. Auf ihren Namensschildern steht Murkoff Advanced Research System. Murkoff hat seit langem aus angeblichen Wohltätigkeitsprojekten Profit geschlagen. Bescheißt die dritte Welt und scheffelt eine weitere Milliarde. Wie wollte Murkoff Geld mit einem Haus voller verrückt machen? Ein Mitglied einer Art Spezialeinheit wurde aufgespießt wie ein Schwein. Erzählt mir, ich soll hier verdammt nochmal verschwinden und stirbt an. Ich hätte es wissen sollen, als ich noch auf dem Weg raus konnte, den ich reingekommen bin. Er hat gesehen, die Tür ist abgeschlossen. Man kann entkommen. Frag mich dann nicht. Ja, verbrauch schön unsere Energie. Na, ich mache jetzt ganz normal so Let's Play, wie ich es gemacht hätte, auf normal. So, ihr seht, da ist Fetti fett, fett, fett. Du darfst gerne jetzt das Nachtlicht wieder deaktivieren. Ja, reg mich nicht auf. Hä, wo reg ich dich denn auf? Ich gebe dir nur nette Tipps. Hier geht nirgendwo längst, oder? Doch. Hier war ein Klo. Da habe ich mich noch damals noch über die automatische Arschabwischhilfe gefreut. Remember. Ach so, ja. This is the good old times. Ah nee, du, da haben wir ja noch nicht zusammen displayed. Da war ich aber bei dir, als ich das... Stimmt. Da haben wir noch nicht zusammen. Da hatten wir noch Streit, wer mit wem was... Der Whistleblower. Boah, ich weiß noch, wie ich damals vor Schreck einfach das Let's Play auch wieder abgebrochen habe. Aha. Wie Asa Auserwählten, ja. Da hast du bestimmt ein paar Hüften gebrochen. Man hat bloß eine Hüfte. Wie Jungs. Kann man sich denn mehrere brechen? Keine Ahnung. Okay. Behind you, a map. Oh. Wir können es wenigstens probieren. So, wir lesen das jetzt einfach mal da drauf. Hallo. Ey, was wird das? Du sollst nicht. Jetzt mal die Map, dieses Teil öffnen, weißt du? Wäre ganz nett. Keine Lust. Murkoff Corp, Abteilung Vereinigte Staaten. Vollziehungsbefehl, Fallnummer 294758104. Betreffend Zugriff auf Psychiatric Zentrum, Mount Massive, Murkoff Psychiatric Systems, Mount Massive Wilderness Area, Country Ward 112. Eine staatliche Erklärung wurde vor dem Direktorenausschuss seitens der Murkoff Hardline Security MHS geliefert, die Grund zur folgenden Annahme hat. Katastrophaler Sicherheitsbruch im
Psychiatriezentrum mit drohender Gefahr von Umweltschäden. Nach unserer Überzeugung erfordert das durch eine staatliche Erklärungen und Zeugenaussagen erbrachte Beweismaterial akute Maßnahmen seitens der MHS und rechtfertigte die Ausstellung dieser Berechtigung. Sie werden hiermit aufgefordert, MHS vollen Zugang zu allen Einrichtungen und seinen Repräsentanten voller Autorität zu gewähren. Durch die Entgegennahme dieses Dokuments verzichten Sie und alle lebenden Ahnenverwandten auf jeglichen Anspruch auf ein Gerichtsverfahren gegen die Murkoff Corporation oder ihrer Tochter Unternehmen aufgrund von Maßnahmen der MHS oder aufgrund der Umstände, die entsprechenden Maßnahmen bedürfen, ungeachtet jeglicher Zuständigkeit. So, und jetzt kann man hier irgendwie wieder entkommen. Du gehst falsch. Da geht es noch nicht lang. Remember, you must have to go to the Schlüssel, ja? Ja, ich versuche das Ganze etwas spannender zu machen. Ach so. Wir wissen nicht, wo es weitergeht. Ja, weil wir spielen das Ganze natürlich blind, ne? Er probiert nur ein bisschen die Zeit rumzukriegen, weil er so mega Schiss vom Let's Play hat, damit ich mich dann wieder ransetzen kann. Boah, dann muss ich meine Hassstelle machen, ey. Meine absolute Hassstelle im ganzen Spiel ist der Mist im Keller. Okay. Ich guck mir gerade mal so den Rest so an. Ah. Das kommt mit der automatischen Abwischhilfe. Das ist die AAB. Nee, AAW. Automatische Abwisch. Nee, AAH. Egal, ist, was ich meine. Du sagtest, hier könnte man irgendwo raus. Ich sehe ja keinen Weg, irgendwo rauszukommen. Hier kann man sich nicht ranhängen. Nein, aber wir wissen beide, dass es hier diesen Secret Exit gibt. Und dass hier der einzige Weg wäre, hier rauszukommen. Irgendwie gibt es hier einen Bug, wie man da hochkommen kann. Weil ab jetzt ist auch wieder freigeschaltet, dass man durch die Tür oben kann. Das haben wir beide schon gesehen. Also wenn der Max jetzt daran denkt, dann wird er, warte kurz, bleib stehen. Jetzt diesen Ausschnitt zeigen, wo man aus dem Secret Exit wieder raus kann. Ich hoffe, du denkst dran. Ja. Nicht. Ich hoffe, ich denke dran. So, Leute, das passiert, wenn man Ebola kriegt. Und das passiert, wenn man nett ist. Der ist im Klo ertrunken. Bah. Hallo. Hallo. Bei mir hat sich da, glaube ich, die Tür sogar von alleine geschlossen, als ich da drinne war. Das hat uns jetzt unendlich viel gebracht. Da ist doch der andere drinne hier. Film das mal. Und da kommen wir doch dann von, weißt du? In Whistleblower kommen wir doch von da, ne? Weiß ich nicht. Ich dachte schon. Die holen wir uns jetzt die Schlüsselkarte? War die hier? Nein. War da vorne oder was? Komm, jetzt du nicht so. Ja, ich erinnere mich wirklich nicht. Links, geradeaus. Nein, rechts. Rechts. Ach da. Stimmt, da war ja was. Links. Links, 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 zurück, zurück, zurück. Hier war irgendwo noch eine Akte, soweit ich weiß, und eine Batterie, irgendwas hier hinten bei dem Typen. Oder? Nö. Dann täusche ich mich mein Gedächtnis. Sorry, mein Fehler. Weiter im Text. Ich guck mal, was hier noch so ist. Rechts war eine Mappe. Murkoff's Psychiatric Systems, Projekt Wallrider Mount Massive Co., Fall Nummer 136, Bezeichnungsinitialen, CL Val, Walker, Datum 28.05.2013. Der Walker war übrigens auch ein völlig verrückter Typ, aber dazu gleich mehr in die Weizenwampe.
Datum, bla bla bla. Erstpatientenbefragung, 28.01.2011, Alter des Patienten 32, Geschlecht männlich, behandelnder Arzt, Dr. Rudolf Wernicke, Anmerkung Dr. Walsh. Therapiestatus, morphogenetische Antriebsaktivität, stabilisiert sich etwa gegen 20 Uhr, Fortfahrtsstufe 3 Hormone, Risiko behaftet. Diagnostik, Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation, MRI-Scans übereinstimmen mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung, Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung in Fixierung befragt. Die Fixierung mussten aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Ihr seht, der Walker war der fett. Extensive Dermaleruption, ebenso übereinstimmende mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut erlaube ihm eine wahrere Sicht. Vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung mit Tutura-Echsen und ihren parietalen Augen. Er zeigt sich besorgt um über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und der Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, anscheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu verhindern. Ja, nicht NSA, sondern MA. Seine vorherrschende Fixiertheit verstärkt durch die Therapie stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch psychischer Fixierung wird nachdrücklich empfohlen. Schweine. Also hier sind wir jetzt. Kommen wir immer noch nicht raus. Raus. Film den mal. Bist du nett? Film ihn. Das kommt jetzt auf YouPorn. Und zwar unter dem. Der ist nett. Wir nennen das Video Keile mit Krüppel oder sowas. Irgendwie sowas. Hallo. Die telefonieren. Eine Reihe gebrochener Männer starrt auf einen leeren Fernseher. Sehen aus wie Patienten. Sie haben überlebt, was hier geschehen ist. Aber sie sind nur noch eine Hülle. Da läuft gerade RTL. Hast recht. Das ist. Die Lage spitzt sich zu. Der schläft nur. Am besten ist, wenn wir einfach den letzten Part nochmal aufnehmen könnten. Wäre mir am liebsten. Weil das ganze geht aber schlecht. Ich weiß, aber das Let's Play, weißt du, das ganze Let's Play, was ich als erstes erlebt habe, was ich blind gespielt habe, das war wow. Damals. Da hatte ich doch richtig Respekt vor dem Spiel. Outlast 2 war dann umso lustiger. Ist so, wenn Outlast 2 rauskommt, das wird natürlich. Ich wusste, dass das kommt, aber ich bin trotzdem erschrocken. Ich bin gerade richtig erschrocken. Ich wusste, dass es kommt, aber ich war gerade so im Redefluss, dass mich das trotzdem noch ein bisschen zurückgehauen hat. Au. Probier mal. Wenn du alles wieder angehalten. Ja, egal, mach einfach weiter. Hey, was war das? Geh mal zurück, wo du gerade herkamst. Da war irgendwas angezeigt irgendwie. Als du gerade beim Rausgehen warst, hast du. Ach, linke Maus hast du zum Schließen drücken, okay. Wahrscheinlich, falls irgendwie dem Fetten mit den fetten, fetti, fetten. Nennen wir ihn einfach Tom. Oh, bist du damit einverstanden? Ja. Gut. So, aber Freunde, damit das hier der Olli übernehmen kann, diesen schönen Part, beende jetzt die Folge, weil die Folge auch schon lang genug ist. Ich hasse dich. Und ich hoffe, es hat euch hoffentlich doch nicht gefallen. Nein, gefallen. Ach, lasst ihn einfach, der ist wieder ganz verwirrt. Verwirrt. Und wenn es gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben hoch. Ein Abo wäre auch nicht schlecht. Wir sehen uns gleich beim nächsten Mal wieder. Ja, drückt wieder. Ein oder mehrere Daumen. Am besten 4 oder 5. Bis gleich. Tschüss.